So, nochmal eine ganz kleine Mini-Vorlesung hinten dran, und zwar vom Prinzip der Flächenberechnung zum Prinzip der Volumenberechnung. Darum geht's. Ihr werdet staunen, wie einfach das ist. Wir hatten noch Folgendes gesagt: Eine Fläche, die so aussieht, oder eine Fläche, die so aussieht, oder eine Fläche, die so aussieht, wenn sie hier alle die gleiche Höhe haben, also hier die Höhe ist gleich der Höhe ist gleich der Höhe und so weiter und so fort, dann hatten wir hierfür eine Formel genommen, nämlich a ist Grundseite, je nachdem wie die Grundseite lang ist, mal Höhe. Bis dahin noch logisch, ne? Auch das kann man sich als Kartenstapel vorstellen. Es bleiben die gleichen Anzahl von Karten, auch wenn ich sie verschiebe. Das wird sich gleich jetzt auswirken. So, und so ähnliches Prinzip, ich gehe jetzt nicht auf den Rest ein, so ein ähnliches Prinzip gibt es an folgender Stelle. Wenn ich einen Körper habe, dessen Grundfläche genauso groß ist wie die Deckfläche, machen wir das hier so, lässt sich einsehen, dass die Grund- und Deckfläche ähnlich sind. Und wenn ich das hier mal skizziere mit verdeckten Körperkanten, dann ist die Grundfläche gleich der Deckfläche. Flächen bezeichnet man groß, also sage ich hier D und hier G. Hier G und hier D. Ich glaube, ihr ahnt schon, was passiert. Selbst wenn die Grund- und Deckfläche so aussehen sollten. Ich mache das jetzt wirklich alles sehr auf die Schnelle, weil mehr ist dazu gar nicht zu sagen. Wenn die gleich sind und die Körperhöhe, die ja immer senkrecht steht, in diesem Fall sage ich K dazu, die steht wieder senkrecht auf der Grundfläche. Ich könnte die auch mitten hier reinmalen. Oder die Körperhöhe, ne? Hier wieder angezeichnet, die steht wieder senkrecht auf der Grundfläche. Wenn also Grund- und Deckfläche gleich sind, die Körperhöhe senkrecht steht und Grund- und Deckfläche parallel zueinander liegen, dann gilt Folgendes: Volumen ist gleich Grundfläche mal Körperhöhe. Das war's schon. Mehr ist da nicht zu sagen. Das gleiche Prinzip, wenn ich hier sage Grundseite, Grundseite, Grundseite und so weiter und so fort, da hatten wir auch so viele Ähnlichkeiten. Ne? Da haben wir einfach gesagt, Grundseite mal Höhe, dann habe ich die Fläche. Und wenn ich hier eine Fläche eines Körpers habe, also eines Würfels, eines Quaders, eines Zylinders, und Grund- und Deckfläche sind gleich, also kongruent, also wirklich genau gleich zueinander und sind auch noch parallel, wobei das eine mit dem anderen, das hängt ganz stark zusammen. Es ginge zum Beispiel nicht, wenn ich hier eine, ich hätte hier eine Deckfläche und hier hätte ich schräg drin eine Grundfläche, dann sind die garantiert nicht gleich, denn die ist viel länger gestreckt. Ne? Also das geht nicht, da geht's nicht. Sondern die müssen, wenn sie kongruent sein, müssen die auch wirklich parallel zueinander sein. Jetzt kommt es noch schärfer, analog wie bei dem, bei diesem verschobenen Kartenstapel. Den verschobenen Kartenstapel gucken wir uns jetzt mal an. Nehmen wir mal an, ich habe hier die oberste Spielkarte und ich habe wirklich richtig verschoben, den ganzen Kartenstapel hier zu liegen. Dann sieht man hier kaum noch, wie der Kartenstapel aussieht. Ne? So viele verdeckte Körperkanten. Aber hier im Inneren könnte man ungefähr ahnen, wie das funktioniert. Dann hat sich von der Menge der Karten auch nichts geändert. Das heißt, ich habe hier wieder meine Körperhöhe. Mit anderen Worten, die Formel gilt auch bei so einem verschobenen Ding. Oder bei einem Zylinder, der aus lauter Bierdeckeln besteht. Wenn ich die Bierdeckel alle verschiebe, dann bleibt die Menge der Bierdeckel gleich. Das heißt, das Volumen bleibt gleich. Natürlich muss ich die Höhe senkrecht messen. Ne? Ich kann jetzt nicht die Höhe hier seitlich messen, an der Seitenkante messen. Aber die Höhe, wenn die wieder senkrecht gemessen wird und wenn ich den Bierdeckel wieder zurückschiebe, sieht er wieder, den Bierdeckelstapel wieder zurückschiebe, sieht er wieder so aus. Dann gilt wieder diese Formel. Kleinen Moment. Die Frage aus dem Publikum kam. Warum denn G und D immer groß geschrieben werden? Weil es Flächen sind. G und D. So, wenn ich das mal hier bloß mal aus Spaß mache, nur ein Beispiel, wenn ich sage, V ist gleich 10 Quadratmeter mal 5 Meter hoch, ne? Körperhöhe 5 Meter, dann habe ich auf einen Schlag ausgerechnet, 10 mal 5 ist 50 und Quadratmeter ist ja Meter mal Meter und nochmal Meter sind Kubikmeter. Peng, das war's.
Mehr ist da nicht. Das ist der ganze Haken an diesen ganzen Körperberechnungen. Dass es ein paar kleine Ausnahmen gibt, aber die sind so pillepalle klein, da kommen wir dann später drauf. Es kommt noch schärfer. Ähnliches gilt, und das lässt sich ganz gut vorstellen, wenn ich zum Beispiel eine sogenannte Pyramide habe. Hier in der Mitte errichte ich mal die Höhe und ich habe hier, jetzt wird mir die Höhe verdeckt. Na, ist egal, man kann sich es ungefähr vorstellen. Ich messe die Höhe jetzt mal so. Na, senkrecht stehen wieder, das ist die Körperhöhe. Und ich habe hier eine Grundfläche. Dann habe ich hier überhaupt keine Deckfläche. Jetzt im Moment erstmal glauben, ich kann dann den Beweis nochmal dazu liefern. Bei solchen Dingern oder wenn die Grundfläche in diesem Fall im Kreis ist, ist trotzdem eine Grundfläche, ist doch egal. Hoch ist das Ding auch. Dann gilt wieder, V ist Grundfläche mal Körperhöhe. Aber Achtung, da jetzt hier außen drum ganz viel fehlt, bleibt innen drin bloß übrig ein Drittel. Das ist der ganze Haken daran. Das gilt hierfür, hierfür auch. Und ihr ahnt es schon, es kommt noch schärfer, diese Formel gilt auch, wenn ich zum Beispiel so eine Pyramide habe, die ich einfach schräg gemacht habe. Ich muss immer, das ist wichtig, die Körperhöhe, die muss immer senkrecht gemessen werden. Die muss immer senkrecht auf der Grundfläche stehen. Dann gilt hier die gleiche Formel. Ich lasse jetzt mal den ganzen Beweis davon weg. Ihr braucht im Prinzip euch fast nichts zu merken. Nach diesem Prinzip des verschrungenen Kartenstapels, von der Seite gesehen, ist der nicht höher geworden. Es ist auch nicht mehr geworden. Bleibt die Fläche gleich. Nach diesem Prinzip kann ich sogar diese Formeln hier, also verschobene Kartenstapel einerseits oder verschobene Bierdeckel. So kann ich mir das vorstellen, dass grundsätzlich gilt, Volumen ist gleich Grundfläche. Wie viel habe ich? Fläche mal Körperhöhe. Das war's schon. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.